Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag mit Schüssen und Messerstichen sind nach Angaben der israelischen Polizei in Tel Aviv mindestens 6 Menschen getötet und 9 weitere verletzt worden. 2 Terroristen hätten einen Amoklauf in der Straßenbahn im Stadtteil Jaffa begonnen und seien dann zu Fuß weitergelaufen, teilte die Polizei mit. Zivilisten und Polizeibeamte hätten die Angreifer mit Pistolen, die sich in ihrem persönlichen Besitz befanden, getötet. Der Angriff erfolgte den Angaben zufolge wenige Minuten vor dem Angriff des Iran auf Israel. Unter dem Geräusch von Sirenen waren kurz darauf iranische Raketen am Nachthimmel über Tel Aviv zu sehen.